Schön, dass du wieder da bist bei diesem wundervollen Podcast Unlimited Greatness. Und heute geht es um das Thema, wie du deine Umstände, und zwar egal wie diese Umstände sind, für dich nutzt und nicht gegen dich nutzt. Ich werde darüber mit dir sprechen, wie die meisten Menschen ihre Umstände als Ausrede nutzen, als einen Grund, nicht weiterzukommen und wie du aber genau die gleiche Situation im Außen dafür nutzen kannst, für dich zu gehen. Für dich zu gehen, etwas anderes zu machen und genau diese Situation, die du eben nicht haben willst, dafür nutzt, um es zu verändern. Weil, ganz ehrlich, egal wie die Situation gerade im Außen ist, starten wir jetzt mal so. Irgendetwas gefällt dir nicht. Du bist, ich habe schon öfters mal Frauen gehört, so, oh, ich bin jetzt gerade in Trennung. Bin gerade in einem schwierigen Job, es fühlt sich gerade nicht so leicht an, ich habe ein kleines Kind, ja. Diese Situationen, die du beschreibst, die dein Leben sind, also ich würde doch sagen, es gibt Menschen, also es gibt viele Menschen, die genau das durchleben, oder? Es gibt bestimmt viele Menschen, die genau in so einer Situation drin sind. Und die Frage ist, also gerade so jetzt so eine Situation, wo du vielleicht im Job unzufrieden bist oder du nicht genug Geld verdienst oder nicht das Geld, was du gerne hättest, du dich nicht wertgeschätzt fühlst, also solche Dinge. Wenn du doch weiter so machst, wie du bis gestern gemacht hast, dann wird sich doch die Situation nicht verändern, nur weil die Zeit irgendwie vorbeiläuft. Oder wenn du in Trennung bist oder nee, anders gesagt, wenn du in einer Beziehung bist, wo nicht glücklich ist, ja, wo du unzufrieden bist, aber nichts tust, nichts veränderst, was soll sich an der Beziehung verändern? Es wird sich nichts verändern. Gar nichts. Du wirst irgendwann mal Jahre später aufwachen neben dieser Person und wirst dich fragen, so, okay, ist das jetzt alles gewesen? Also diese ganzen Umstände, als erstes darfst du dir bewusst machen, dass diese Umstände du erschaffen hast. Egal wie der Umstand gerade im Außen ist, dass du es so gewollt hast. Und ich weiß, das ist echt eine harte Pille zu schlucken, ja, wenn man das so sagt. Denn wir wollen das eigentlich nicht hören. Und ich wollte das auch nicht hören. Aber wenn man wirklich etwas verändern will, ist das wiederum das Beste an sich daran, denn du hast es erschaffen, du bist dafür verantwortlich, dass es gerade so ist, wie es ist. Und da drinnen liegt auch die Lösung. Denn du kannst es verändern. Du kannst es immer verändern. Und ich weiß, manchen geht das nicht schnell genug und sie wollen sofort und dann fangen sie an, ganz, ganz viel zu machen und ganz, ganz viel zu tun und sich anzustrengen. Und dann gucken sie immer so auf die Ergebnisse und so, oh, ist noch nicht das, was ich wollte. Und diese Art und Weise kenne ich auch. Und das ist so ein Verfallen in einen Hustle-Modus aus dem Mangel heraus, weil du an sich innerlich nicht dieses Vertrauen, nicht diesen Glauben hast, dass zu richtigen Zeitpunkt das Richtige kommt. Ich habe festgestellt, dass wenn ich mal innehalte, dass wenn ich mal über die Situation nachdenke, für die Situation, die da ist, dankbar bin, weil ich ins Handeln komme und mir dann überlege, was ich dann mache, und zwar aus einer bewussten Entscheidung heraus, vielleicht sogar langsamer mache, weil ich mir die Zeit eben dafür nehme, darüber nachzudenken, dass dann ich viel schneller, viel bessere Ergebnisse habe. Es braucht manchmal nicht das, was wir glauben, weil das, was wir oft glauben mit dem bewussten Verstand, was es braucht, ist doch genau das, was uns dahin gebracht hat. Das heißt, du kannst nicht mit der gleichen Strategie weiterfahren und glauben, dass dein Leben sich verändert. Und jetzt nochmal zu dem Thema deine Umstände. Letzte Woche habe ich in dem Podcast gesagt, oder war das vorletzte, ich glaube, es war letzte Woche, wir öffnen das Thinking into Results. Es ist ein unglaubliches, grandioses,
sensationelles Programm von mir, oder nee, mit mir von Bob Proctor. Bob Proctor war aus meiner Sicht einer der besten Manifestationslehrer. Also dieser Mann, was er vollbracht hat, bis ins hohe Alter, also bevor er gestorben ist, hatte das gelehrt, und zwar mit einer Begeisterung, mit einer, wow, mit einem Enthusiasmus. Das haben junge Menschen nicht. Das bringen junge Menschen nicht auf die Straße. Die sind so träge, so müde, und die kommen nicht in die Umsetzung, ja. Und dieser Mann war über 80, fast 90, und der stand auf der Bühne und hat einfach, wow, also die Menschen begeistert, weil er so begeistert war von dem, was er lehrt. Und dieses Programm Thinking into Results, also ich kann zu 100% unterstreichen, dass dieses dass dieses Programm lebensverändernd ist. Es ist so lebensverändernd. Es ist so krass. Es hat mein Leben von Grund auf verändert. Und ich weiß, so viele von euch, die das hören, die sagen sich, oh, ich will das auch. Oh mein Gott, ich weiß, ich spüre es, ich will das auch. Und ich habe letzte Woche ganz bewusst den Preis nicht genannt, weil ich wirklich wollte, dass ich wirklich, ich habe so sehr gewollt, dass die Menschen kommen und einfach aufgrund von dem entscheiden, ich will es. Ich will es einfach. Und ich erinnere mich an einen meiner VIP-Kunden, den ich, der vor 2 Jahren mit mir gestartet ist. Ich weiß noch, als ich in irgend, ich habe da damals in der Abundance Inside Out, habe ich dann gesagt, es gibt ein VIP-Programm. Ich habe dann kurz erzählt, worum es geht. Also es ist halt die Begleitung von mir, eine persönliche Begleitung. Du hast meine Telefonnummer, es ist ein WhatsApp-Support. Also es ist sehr, sehr intensiv, mit mir zusammenzugehen. Du wirst wirklich in mein Denken und das alles, du wirst es halt spüren, die Energie von mir, wie ich Dinge betrachte. Und er hat noch während des Programms mir geschrieben, Beate, ich bin dabei. Ich weiß nicht, was es kostet. Koste, was es wolle, ich bin dabei. Und ich dachte damals so, oh wow, das ist echt ein krasser Typ. Und ja, er hat jetzt eine Aktiengesellschaft, er hat eine Aktiengesellschaft gegründet. Was der auf die Straße bringt, das ist einfach unglaublich. Es ist einfach unglaublich, weil dieser Mann einfach Entscheidungen trifft, dafür geht und zwar so lange macht, bis es da ist. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich erzähle dir von Thinking into Results. Es ist so gigantisch. Es ist wirklich ein Programm, was die weibliche, also meine weibliche Energie mit meiner Intuition, mit der Umsetzungskraft von Bob Proctor verbindet. Und das ist genau das, was du brauchst, um andere Ergebnisse im Außen zu kreieren. Und wenn ich nenne nicht den Preis, ich nenne nur das Programm und den Rahmen. Ja, es sind 16 Wochen, wo wir miteinander gehen. Es ist mit mir jede Woche ein Call. Es ist eine Community. Es macht Spaß. Du hast ein Workbook für alle, die ein Workbook wollen, ja. Du hast in unterschiedlichen Sprachen die Audios. Du kannst es dir jeden Tag anhören. Du bekommst eins zu eins eine auch Schritt für Schritt Anleitung, wie du das Programm anwendest, ja. Und ich dachte, hey, wie geil ist das, das dann damit rauszugehen? Und ich will, dass die Menschen entscheiden anhand nicht vom Preis, weil die meisten entscheiden immer anhand vom Preis, sondern dass sie entscheiden von dem, was sie fühlen, was sie wollen. Und jetzt habe ich unterschiedliche Dinge in dieser Woche erlebt. Einmal, ganz, ganz viele Menschen haben nicht geschrieben, obwohl sie es wollen. Sie haben andere gefragt oder sich Gedanken gemacht, wie es wohl ist und nicht sich getraut, mir zu schreiben, wo ich gedacht habe, auch sehr interessant. Das war das eine. Und dann frage ich dich so, also wenn du zu diesen Menschen gehörst, Bob Proctor würde immer sagen, what would you love to do? Und habe ich mich mit meiner Mentorin, nee, letzte Woche mit meiner Mentorin getroffen, und die macht 2 Millionen im Monat, ja. Also die hat ein krasses, achtstelliges Business aufgebaut. Sie ist mein Vorbild. Und die auch. Das Einzige, was zählt, ist, was willst du? Was willst du? Und dann, wenn du weißt, was die Rahmenbedingungen sind, wie mache ich es mir möglich? Naja, auf jeden Fall, also ich glaube, die sich nicht getraut haben zu fragen, sie dachten, naja, wenn ich das frage und nach dem Preis frage, dann muss ich es kaufen. Das ist das eine.
Die anderen, die gefragt haben, da gab es auch Menschen, die gesagt haben, oh nee, ich hab was anderes erwartet. Ich dachte, dass der Preis wird so sein. Oder auf einmal kamen dann Geschichten, nee, ich bin aber jetzt gerade in einer schwierigen Situation und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und ich kann jedem Einzelnen immer wieder das Gleiche erzählen. Und zwar, ich bin dafür da, deine Geschichten nicht zu glauben. Deine Geschichten, die dich klein machen, die werde ich dir nicht abkaufen. Ich werde sie dir auch nicht wegnehmen, ja, weil es sind deine Geschichten. Nur die Frage ist, willst du jetzt was verändern? Weil irgendwas in dir hat gerufen nach, ich will es haben. Und dann hörst du den Preis und dann sagst du, nein, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht diejenige, die so viel in mich investiert. Ich bin nicht diejenige, die für die das dann in Frage stellt, weil das eine große Grenze ist, die ich mir selbst gesetzt habe. Und weißt du, ich kann darüber berichten, weil ich es genau weiß und genau auch kenne von mir. Und ich natürlich Menschen in meinem Leben hatte, die mir genau das gespiegelt haben und die mich natürlich mega genervt haben, als sie das gesagt haben. Nur bin ich jetzt jemand, der super ehrlich ist mit sich selbst. Ich bin so ehrlich mit mir selbst und wenn ich dann sowas höre, und zwar von Menschen, die einfach dort sind, wo ich sein will, die weiter sind als ich, die ein Business aufgebaut haben, die ein Leben leben, welches ich leben wollen würde, dann gehe ich da tiefer rein. Und dann frage ich mich sowas wie, was ist, wenn das wirklich nur eine Geschichte ist? Was ist, wenn das gar kein Grund ist, nicht weiterzumachen, sondern was ist, wenn das genau der Grund ist, um genau jetzt zu starten? Was ist, wenn das genau der Umstand ist, den ich jetzt verändern will und das für allemal anders haben will? Was ist, wenn das genau das ist, worauf ich gewartet habe? Weil irgendwas in mir hat ja geschrien. Verstehst du, was ich meine? Ich habe Menschen, die haben gesagt, ich habe mich gefragt, wann du das Thinking True Results wieder anbietest. Und dann kam die E-Mail mit den Informationen dazu. Und ja klar, es gibt welche, die sagen, oh ja, sofort, natürlich. Aber es gibt dann welche, die sagen so, ah, ich weiß es nicht. Ah, nein. Ach, vielleicht warte ich noch. Vielleicht brauche ich dieses, vielleicht jenes. Und weißt du, ich sage dir das nicht, damit du dich schlecht fühlst. Und es ist mir wichtig, dass du das weißt. Ich sage dir das, damit du dir das bewusst wirst. Denn diese Geschichte, die du dir jetzt hier erzählst, in diesem Zusammenhang, die erzählst du dir auch woanders. Die erzählst du dir auch in anderen Bereichen. Das sind die Geschichten, die dich klein halten. Und das ist das, was du lernst im Thinking True Results, wie du damit umgehst. Das ist das, wo du deine Energie shiftest und anfängst, das zu denken, was du denken willst. Vor allem das zu denken, was dich dahin bringt, wo du sein willst. Das ist doch das A und O. Du willst Ergebnisse haben, die anders sind als jetzt. Also darfst du eine andere Person werden, die anders denkt, die anders handelt, die anders fühlt. Du wirst nicht wirklich ganz, ganz anders werden, sondern du wirst einfach deine Energie auf ein anderes Level heben. Und darum geht es. Und vor allem lernst du in Thinking and Results. Und das ist wirklich, was mir unglaublich geholfen hat, was mein, oh mein Gott, das hat mein Leben so verändert. Du lernst, wie du dein Unterbewusstsein auf das programmierst, was du haben willst. Es wird keiner für dich machen, das Wissen alleine wird auch nicht dich verändern, aber wenn du das einmal verstanden hast und ich meine damit, wenn du das so in der Tiefe verstanden hast, wenn du das so in der Gänze, in deinem Körper gefühlt hast, dann kannst du nicht weiter so machen wie bis jetzt. Du kannst es einfach nicht so weitermachen wie bis jetzt. Und ich bin dafür da, und Bob Proctor ist dafür da, dich jeden Tag daran zu erinnern. Du wirst jeden Tag daran erinnert. Du wirst jeden Tag etwas machen, was immer wieder dein Unterbewusstsein darauf programmiert, dass du das bekommst, was du haben willst. Und was auch für mich mind-changing war, war, dass ich verstanden habe, warum ich mich klein gehalten habe.
Ich habe vorher über die sogenannte Terrorbarriere nichts gehört. Ich kannte das ehrlich gesagt nicht. Ich kannte auch den Begriff nicht. Aber ich kannte das natürlich von mir, diesen Teil in mir, der immer wieder, ja, sich einfach nicht traut, weiterzugehen und mich immer wieder vor großen Veränderungen mich aufgehalten hat. Und ich dachte früher, es muss sich anders anfühlen, wenn ich den nächsten Schritt gehe. Ich dachte immer, ich muss sozusagen bereit sein dafür. Ich muss es fühlen, so dass es dann leicht ist, ja, dann den nächsten Schritt zu machen. Was ich aber bekommen habe, ist in meinem Wachstum, nein, es fühlt sich nicht in dem Sinne leicht, wie ich mir vorgestellt habe, wie es sich leicht anfühlt. Ja, an sich ist es leicht. Aber es ist nicht das Leicht, was ich dachte, sondern es ist das Leicht, es ist leicht zu machen. Ja, es kribbelt aber auch und es kommt eine Unsicherheit mit auf. Ja, das heißt, ich komme in einen Bereich, wo für mich erstmal ist so, oh mein Gott, das ist bis jetzt nicht normal. Ja, es ist für mich nicht normal, 10.000 Euro in mich zu investieren, war so das Erste. Es ist für mich nicht normal, 100.000 Euro in mich investieren, 20.000 Euro in mich investieren. Es ist für mich nicht normal, drei Coaches parallel an meiner Seite zu haben. Oh, aber ich fühle es, oh mein Gott, es kribbelt. Was ist, wenn die zwei Coaches oder drei Coaches damals für mich genau perfekt sind und sich gegenseitig ergänzen und ich genau das Puzzleteil bekomme, was ich möchte? Und ich möchte dir diese Frage jetzt am Schluss hier einfach stellen. Was ist, wenn genau die Geschichte, die du dir jetzt erzählst, warum es nicht geht, genau die Geschichte ist, die dazu führt, dass du dein Leben verändern willst? Was ist, wenn du genau diese Geschichte auch dafür nimmst und in dir sowas mobilisierst, sowas wie, oh mein Gott, genau jetzt erst recht? Was ist, wenn genau dieses Programm, welches dich gerufen hat, dazu führt, dass diese Geschichte nicht mehr echt ist? Was ist, wenn genau diese Geschichte du mit dem Eintritt in eine neue Frequenz, in dieses Programm Thinking Results nicht mehr echt ist, nicht mehr wahr ist, du diese Geschichte zum Absturz bringst? Denk darüber nach. Und das ist das, was du im Thinking Results bekommst. Du fängst an, anders zu denken. Du fängst anders an, die Dinge zu betrachten. Du fängst an, dich anders auszurichten. Du wirst so krass auf deine Ergebnisse, auf das, was du haben willst, eingestimmt, deine Frequenz darauf ausgerichtet wird und du wirst dein Unterbewusstsein neu programmieren, auch wenn sich das nicht sexy anhört. Und ich werde heute aber auch das Geheimnis lüften. Ich werde dir den Preis nennen, den es jetzt gibt. Ich weiß nicht, wie lange es den Preis geben wird. Und vor allem, du wirst diese Woche noch ein Geschenk von mir bekommen, wenn du dich committest, voll dabei zu sein. Du kannst nämlich jetzt bei EloPage direkt buchen. Der Preis deiner Investition in dein Next Level sind 7.000 Euro netto plus Umsatzsteuer. Du kannst auch in Raten bezahlen, du kannst zwei Raten bezahlen. Wenn du spürst, dass du wirklich das Gefühl hast, du willst das und vielleicht hast du auch das Gefühl, ah, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich es machen soll, ja, kannst du auch gerne einen Call bei uns buchen. Aber ich möchte auch, dass du etwas machst, wenn du dieses Programm buchst, dass du auch etwas machst, was vielleicht sich ein bisschen crazy auch anfühlt. Ja, weil wenn du schon mehrere Programme gebucht hast, die 7.000 Euro gekostet haben, ja, oder 10.000 Euro gekostet haben, ist vielleicht hast du es noch nie über den Link gebucht, vielleicht hast du noch nie eine Einmalzahlung gemacht. Mach etwas, was dich ein Stück ausdehnt. Wenn du vielleicht aber auch spürst, ey, du möchtest gerne noch viel länger mit mir gehen, da haben wir die Abundance Mastery, wo du das Thinking Results also inklusive hast, ja. Also es gibt jetzt neue Abundance Mastery Runde, wo es darum geht, wo du ein halbes Jahr mit mir zusammen gehst, so Style wie Mastermind, plus aber das Thinking Results 4 Monate live mit mir. Also es ist wirklich so doppelt in einem. Das wird so gigantisch. Habe ich schon den Preis genannt? Ja, 7.000 Euro habe ich gesagt. Also, und für alle, die überlegen, ich sag dir, 7.000 Euro netto ist der Preis, also wo es vor 3 Jahren, als ich das allererste Mal Thinking Results verkauft habe,
wo ich es genau fünfmal damals gesagt habe, ich verkaufe es nur fünfmal zu diesem Preis und dann war der Preis direkt auf. Ich glaube, ich habe es einmal noch für 8.000 und 9.000 verkauft, jeweils nur einmal und dann bin ich direkt auf 10.000 Euro gegangen und es gab nie wieder den Preis unter 10.000 Euro. Also in dieser Form, wo du Live-Calls jede Woche mit mir hast, gab es das nicht. Das gab es nur einmal, als es nur als ein Online-Programm gegeben hat. Das heißt, dieser Preis ist so einzigartig, der ist so crazy eigentlich, weil wir dürfen sogar als Consultant gar nicht drunter gehen. Das ist sozusagen so unser Empfehlungspreis. Und ja, was soll ich sagen? Du weißt, was du bekommst, du weißt, was du willst. Und wenn das das ist, was du willst, mit mir diesen Weg zu gehen, dann lade ich dich dazu ein. Ich lade dich über diese Terrorbarriere zu springen. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Und das Schöne ist, sobald du committed bist, du bekommst direkt den Zugang zu Bob Proctor und du kannst direkt starten, sodass, wenn wir im April losgehen, bist du schon ein Stück eine andere Person. Weil dieses Programm wirklich, das öffnet dir so krasse Räume. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe, ich wünsche dir eine geile Entscheidung und wenn dir das gefallen hat, worüber ich gesprochen habe, wenn du Menschen kennst, für die genau das das Richtige ist, dann teile gerne diesen Podcast. Schreibe gerne eine Rezension, wenn du magst. Ich freue mich mega. Schreib mir gerne, wenn du noch andere Fragen hast. Ich sehe alles und ich beantworte auch die Dinge oder mein Team. Wir sind für dich da, damit du ins richtig krasse Wachstum kommst und das, was gerade da ist, zu etwas, ja, zu etwas so Großartigem kreierst, was du wirklich haben willst. Und dafür stehe ich. Ganz, ganz liebe Grüße. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden. Du würdest uns auch helfen, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und uns eine Bewertung schreibst. Mein größter Wunsch ist es, dieses Wissen an möglichst viele Menschen weiterzugeben, um so das Leben ein Stück zu einem besseren und liebevolleren Ort zu machen. Wenn du etwas mit uns teilen möchtest oder mehr von uns hören magst, findest du uns auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn oder auf unserer Webseite. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Danke, dass du da bist und ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge. Deine Beate.